Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Neben mir sitzt Patrick Hausting, amtierender Welt- und Europameister im Wasserspringen. Und ja, Patrick, eine Frage, die mich zunächst interessiert. Warst du schon früher so im Freibad immer so der Angeber, der den Frauen imponieren wollte mit den Künsten des Wasserspringens? Oder wie sieht's aus? Also früher habe ich das schon mal gemacht, klar, in jüngeren Jahren, aber mittlerweile habe ich dann schon so viel tägliches Training, dass ich mir dann nicht mehr die Mühe mache, noch extra ins Freibad zu gehen und dann nochmal zu trainieren. Das glaube ich dir. Beim Fußball zum Beispiel oder bei anderen Sportarten hast du die Möglichkeit, wenn du einen Fehler gemacht hast, zum Beispiel 90 Minuten einen Fehler wieder auszugleichen, indem du ein Tor schießt oder sonst was. Beim Wasserspringen, wenn du oben auf dem Turm stehst, hast du nur einen Bruchteil von Sekunden, alles perfekt zu machen oder alles zu vergeigen. Was geht dir die letzten Sekunden vor dem Sprung durch den Kopf? Was denkst du da? Wie bereitest du dich mental vor? Ja, also wichtig ist, dass man die Sprünge, die man natürlich auch macht, im Training so weit beherrschen muss, mental und körperlich, dass man sich im Wettkampf nicht groß Gedanken macht, ob da jetzt irgendwas schief gehen könnte oder so. Man muss halt wirklich sicher sein Ding durchziehen, viel Selbstbewusstsein haben bei sowas. Und gerade in den schwierigen Wettkampfsituationen, wenn es jetzt um die Medaillen geht im letzten Sprung oder sonstiges, muss man halt probieren, wie man das halt sagt, cool zu bleiben. Ne? Man darf sich halt nicht verrückt machen und nicht zu sehr über sich selber nachdenken. Ja. Hast du dann eine bestimmte Technik, hörst du Musik oder gehst du total in dich, in der Kabine? Ich habe eigentlich keinen richtigen Rhythmus bei sowas. Ich starte halt in den Wettkampf und wenn ich mir denke, dass ich mich so mit der Situation wohlfühle, dann mache ich das. Das könnte mal Musik hören sein. Es gab auch schon Wettkämpfe, wo ich halt ein Buch gelesen habe zwischendurch. Ja. Aber es gab auch Wettkämpfe, wo ich halt einfach nur Kopfhörer auf hatte, aber keine Musik, um ein bisschen das Ganze ein bisschen abzudichten, was so um mich rum passiert. Und wie gesagt, das klappt eigentlich so ganz gut. Ja, cool. Wie sieht dein tägliches Training aus? Wie oft trainierst du zum Beispiel? Viele trainieren zweimal am Tag. Machst du das auch so? Ja, also ich trainiere ungefähr 25 bis 30 Stunden die Woche. Okay. Das sind so, ja, wie gesagt, 5 bis 6 Stunden am Tag. Und das ist halt ein Vollzeitjob, ne? Wenn du früh trainierst, dann musst du ja auch mal zwischendurch mal eine Pause machen. Ansonsten überlebst du ja den Tag nicht. Und dann geht das nachmittags von vorne los. Ja, dann gehst du zwischendurch noch in die Uni oder zu einer Vorlesung. Ja. Fährst ein Trainingslager auf Wettkämpfe. Ja. Und da hast du schon einen schönen Alltag. Weißt du ungefähr, wie oft du im Jahr ins Wasser springst? Eine ganz dumme Frage. Ich schätze um die 12.000 Mal. 12.000 Mal? Ja. Krass, krass. Hast du eine Lieblingsdisziplin? Du bist ja am Einer, am Dreier bist du gerade auch amtierender Europameister, im Zehner Synchron-Europameister. Was ist denn dein Lieblingshöhe? Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, diese Vielfältigkeit lässt so keine richtige Lieblingsposition übrig. Ja. Man freut sich, dass man überall runterspringen kann. Ich könnte dann eher sagen, dass mir sogar eine Disziplin irgendwann auf die Nerven geht, wenn ich nur die gleiche machen würde. Deswegen ist es ganz gut, dass ich so vielfältig springen kann. Ja. Du bist amtierender Weltmeister. Es gibt, wie ich gehört habe, Nationen, zum Beispiel wie China oder auch Russland, die da eigentlich auch im Nachwuchsbereich viel mehr Möglichkeiten haben, wo die Sportart Wasserspringen viel populärer ist. Nervt dich das manchmal, dass in Deutschland da das Ansehen vielleicht nicht so da ist oder auch vielleicht die Öffentlichkeit in der Presse nicht so da ist, dass man vielleicht auch mehr Fördergelder oder Sponsorengelder bekommt? Ja, natürlich wünscht sich jeder Sportler, dass seine Sportart gebührend auch gewürdigt wird. Aber man muss ja irgendwo trotzdem die olympischen Gedanken im Kopf halten, dass man ja nicht nur alles für das Reichtum oder für die Berühmtheit macht. Und ich bin mit meiner Situation jetzt eigentlich sehr zufrieden. Ich genieße genug durch den Sport, ich erlebe genug durch den Sport. Ich habe Geschichte geschrieben in meinem Sport und ich bin eigentlich so total zufrieden damit. Du hast gerade angesprochen, dass du auch noch studierst dann wahrscheinlich. Wie kriegst du das also in einen Hut? Ja, also wenn du als Sportler studierst, läuft das natürlich um einiges langsamer ab, als wenn du ein Vollzeitstudent bist. Gerade wenn du in Semestern teilweise so viel auf Wettkämpfen bist und auf Trainingslagern, dass du quasi nur die Hälfte der Zeit in den Vorlesungen verbringen kannst. Es ist nicht einfach, weil man auch irgendwie den Bezug zur Uni nicht so richtig findet, wenn man so selten da ist. Aber man kann halt nicht nur Sport machen. Also natürlich kann man nur Sport machen, aber man muss sich trotzdem auch irgendwie auf das Leben danach vorbereiten. Jeder kennt oder viele kennen ja aus der Öffentlichkeit bekannt das TV Total Turmspringen. Wie denkst du darüber? Ist es für dich was Positives oder eher was Negatives, weil ja eigentlich dort der Spaß und nicht die ernsthafte Sportart in den Vordergrund gestellt wird? Wie denkst du darüber? Nee, ist eine gute Sache auf jeden Fall. Es bringt ein bisschen Bewegung zumindest, was die Sportart angeht. Wir haben danach in den Vereinen eigentlich immer relativ viele Anfragen, wie es aussieht mit Nachwuchstraining oder ob man sein Kind mal hinschicken kann. Und es ist eigentlich immer eine gute Sache.
Uns fehlt dann halt sogar irgendwann teilweise das Personal, um das alles auslasten zu können. Ja. Aber das ist halt so, besser als gar nichts, ja. sage ich mal. Ja, und Raab macht das jetzt schon seit 10 Jahren und ich denke, dadurch hat sich auch schon ein bisschen was in die richtige Richtung entwickelt. Aber ist es nicht trotzdem schade, dass dieses Turmspringen wahrscheinlich mehr Zuschauerzahlen hat wie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft bei euch? Ja, die haben ja natürlich die Primetime und sind immer zu den besten Sendezeiten unterwegs, machen ewig Werbung dafür. Ja. Klar, weil die Leute... aber es liegt, ich glaube, nicht daran, dass die Leute gar nicht schauen wollen, sondern dass sie es teilweise nicht wissen. Ja. Da fehlt halt ein bisschen so die Kommunikation zwischen Medien und Sport ja. und auch den Zuschauern, dass es halt mehr angepriesen wird. Ich denke, dass die meisten oder sehr viele sehr begeistert sind vom Turmspringen. Ja. Und wenn sie dann mal durch die Kanäle seppen, dass sie vielleicht auch mal da kleben bleiben, wenn das mal halt richtig im ZDF oder im ARD oder so laufen würde. Mhm. Ich habe gestern mit deinem Kollegen Stefan gesprochen. Er sagt, ihr hattet schon mal versucht, irgendwie auch in dieses TV Total Turmspringen irgendwie reinzukommen, dass es da die Möglichkeit gibt, dass ihr auch mal selber mitspringt oder auch vielleicht zum Beispiel in der Jury sitzt. Habt ihr da gar keine Chance, mal reinzukommen? Ich meine, das wäre für euch auch die perfekte Werbung als Persönlichkeit, da mal mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja, ja, also wir arbeiten dran. Ja. Ich hoffe, dass es dann vielleicht dieses Jahr sogar klappt. Ja. Sieht momentan gar nicht so schlecht aus. Nee, mitspringen können wir nicht, weil wir wären ja total überqualifiziert. Ja. Und außerdem sollen ja auch die Zuschauer nicht sehen, was die Laien eigentlich im Gegensatz zu uns drauf haben. Ne? Ja. Wir springen natürlich in einer anderen Liga und dann gefällt so ein bisschen hinten runter, glaube ich, was die Promis da, was sie eigentlich in der kurzen Zeit, die sie trainieren, dann auch erlernt haben. Und das sollte ja auch gewürdigt werden. Das ist ja, wie gesagt, das ist kein Sport, den man von heute auf morgen mal schnell macht. Vielen Dank, Patrick, für das Interview. War mal ein sehr schöner Einblick ins Wasserspringen. Und ich hoffe, euch hat auch dieser Einblick gefallen. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare oder auch mir persönlich schreiben. Wenn ihr noch irgendwie ein paar Fragen zu dem Bereich habt, kann ich da sicher noch mal nachhaken. In dem Sinne, vielen Dank, viel Erfolg heute Abend noch und macht's gut.